Ich darf mich vielleicht im Vorhinein noch bei allen bedanken, die gekommen sind, um zuzuhören bei dieser Veranstaltung, die keine gewöhnliche Veranstaltung ist. Eine Buchpräsentation online ist etwas, was wir uns vielleicht nicht erwartet haben, nicht erwarten konnten noch vor einem Jahr. Aber jetzt ist es die einzige Möglichkeit, um diese Veranstaltung nicht bis weit ins Jahr 2021 verschieben zu müssen. Ich bin sehr froh, dass sich viele zugeschaltet haben, viele angemeldet haben. Bin besonders froh, dass Sie, Frau Senatorin Cavarini, hier die Zeit gefunden haben, trotz der sehr engen Zeitkorsett, das Sie haben im Senat. Sie müssen sich auch wahrscheinlich frühzeitig verabschieden, damit Sie die Abstimmung im Senat nicht verpassen. Also Sie geben mir jederzeit ein Zeichen, wenn Sie sagen, jetzt müssen Sie gehen. Und wenn die Frau Schwabenhändler dann dazu stößt, werden wir Sie auch dann informieren, dass wir das so gestalten werden, dass Sie dann jederzeit so um 20 Uhr, 20.15 Uhr spätestens zur Abstimmung schreiten müssen. Wir sehen jetzt gerade, dass die Frau Schwabeneder sich dazu schalten konnte. Frau Schwabeneder, sind Sie drin? Gut, wir arbeiten daran. Wir haben auch unseren Host, der dran, eine Firma, die daran arbeitet, die Frau Schwabeneder möglichst auch mit Bild hereinzuholen. Ich kann vielleicht inzwischen mich entschuldigen. Erstens, dass ich. Aber die Mathilde scheint doch in Verbindung zu sein. Nee, doch nicht. Ich bin in der Tat im Senat. Ich habe gerade vor einer Viertelstunde oder einer halben Stunde noch gesprochen zum Thema Mess. Und wir haben gerade. Also es läuft gerade, ich gucke ja auch immer nach dem Fernsehen hier nebenan. Ich sitze gerade neben dem Plenarsaal und sogar, also sobald ich sehe, dass die Kollegen fertig sind mit deren Beiträgen, deren Dichiarazioni di voto, werde ich ins Plenarsaal rennen, weil die Abstimmung heute ist besonders, prickelnd, besonders, wie sagt man das? Es ist gar nicht so selbstverständlich und deswegen ist es schon notwendig, dass ich auch dabei bin, so dass ich um Entschuldigung bitte, weil ich ja, ungefähr in, ja, sagen wir mal, 20 Minuten wegrennen werde. Und dann weiß ich, ob Sie dann mit der Veranstaltung schon so weit sind. Also ob es mir dann gelingt, sie rechtzeitig zu erreichen, um mich zu verabschieden. Ansonsten werde ich mich schon im Voraus entschuldigen und eben verabschieden. Danke vielmals, Frau Senatorin. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute dabei sein können, trotz dieses Zeitdrucks, den Sie da haben im Senat. Das ist wahrlich eine wichtige Abstimmung, sowohl für Italien als auch für ganz Europa. Das EMS, also European Monetary System, die Reform dessen hat europäische Tragweite und da zählt es, jede Stimme dabei zu haben. Darf Sie kurz vielleicht vorstellen, bevor ich die Frau Schwabeneder dann zu Wort bitte? Nämlich Sie sind vertreten derzeit die Italia Viva im Senat. Sie sind in Italien geboren, sind als Studentin nach Deutschland gegangen und haben dort dann eine Aktion gestartet, auf die wir dann später zurückkommen wollen, die sie dann praktisch in die Politik geführt hat und sind seit 2008 im italienischen Repräsentantenhaus vertreten gewesen, die italienische Diaspora, Auslandsitaliener vertretend und seit
Senatorin. Die Frau Schwabeneder, sind Sie da, Frau Schwabeneder? Ja, ich bin da, grüß Gott, Herr Botschafter. Leider offensichtlich, wie es aussieht, ohne Bild. Also nur mit Ton im Moment. Vielleicht bekommen wir das noch hin. Dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben zu einer, wie ich gesagt habe, eingangs einer etwas ungewöhnlichen Buchpräsentation. Ich darf das Buch hier noch einmal auch hier zeigen. Das Buch heißt und in Italien, ich glaube seit 2007 bis heuer waren Sie die Dolmetscherin von all jenen Österreicher. Bücher publiziert. Geschrieben, nämlich für Frauen in der Mafia und einfach aus dem Grund, weil mir damals, als ich nach Italien als Korrespondentin gegangen bin, eben aufgefallen ist, dass es immer mehr Frauen gibt, die auch verhaftet wurden. Also, und da hat mich einfach interessiert, wer sind diese Frauen, was machen die, welche Rolle haben die in der Mafia? Ja, und dann war es eigentlich für mich eine Art logischer Schritt, dass man sich auch ansieht, also wer sind denn die Frauen und gibt es Frauen, die die Mafia bekämpfen? Ja, und die Antwort kann ich schon vorwegnehmen. Es gibt sehr viele Frauen in sehr vielen verschiedenen Bereichen und ja, und man kann eben eindeutig sagen, dass Mafia und andere haben zwar nie nur diese Rolle gehabt, die man ihnen klischeemäßig zugeschrieben hat, nämlich nur im Hintergrund, vielleicht in der Küche, nur bei den Kindern, nichts wissend, nichts sehend. Das hat, glaube ich, mit einem Blick in die Geschichte betrachtet, nie wirklich so stattgefunden. Also Frauen sind vielleicht nicht wirklich aufgetreten in der Öffentlichkeit, aber sie waren natürlich da und sie haben ganz genau gesehen, was passiert, was gemacht wird. Sie kannten die Verbrechen und sie waren natürlich insofern auch besonders wichtig, weil sie ja die sogenannten Werte der Mafien und ich glaube, dass es besser ist, man spricht hier im Plural, dass diese sogenannten Werte eben weitergegeben werden. Das heißt, die neuen Generationen werden so erzogen. Wirklich verändert hat sich sicherlich einiges ab den 1990ern, als das ist eine lange Geschichte, als natürlich auch speziell in Sizilien die Mafia, die eigentliche Mafia, stark vom Staat verfolgt wurde. Viele Männer waren im Gefängnis, viele Männer waren tot. Da ist etwas aufgebrochen. Frauen sind in diese Spitzenpositionen nachgerückt. Und natürlich gibt es eine Art Pendant dann auch in der Anti-Mafia, sodass es gibt erstens Aussteigerinnen im klassischen Sinn und es gibt natürlich Frauen, die sich in diversen Berufsgruppen ganz stark engagieren, um eben die Mafien, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Wollen Sie ein bisschen beschreiben, die Frauen, die Sie in Ihrem Buch beschrieben haben? Also für mich war das sehr packendes Buch. Ich habe das in einem Zug durchgelesen, nämlich in einem Zug auf dem Weg nach Bozen hinauf, weil es wirklich sehr leicht leserlich ist. Sie haben ja die Frauen in verschiedensten Lebensbereichen beschrieben, die gegen die Mafia kämpfen. Wollen Sie ein paar kurz anreißen, wer die alle sind? Und dann auch, um die Brücke zu schließen zur Frau Senatorin Gavarini, wie Sie auf die Frau Senatorin gestoßen sind und wie das ganze Buch damit zustande gekommen ist.
Ja, ich darf gleich mit ihr anfangen, weil letztlich war sie für mich die Ideengeberin. Ich habe sie einmal kennengelernt, ich habe sie einmal länger interviewt, das ist schon eine gewisse Zeit her. Ich habe auch ihre Tätigkeiten gekannt und vor allen Dingen wusste ich eben auch, dass sie diese Anti-Mafia-Organisation gegründet hat, was ich wirklich sehr toll und sehr mutig gefunden habe. Und ja, da kam mir eben die Idee, sozusagen auch sie zu fragen, ob sie da mittut und ja, von ihr ausgehend zu schauen, in welchen Bereichen, sie wird ja dann ihre eigene Geschichte logischerweise erzählen, in welchen anderen Bereichen Frauen tätig sind. Da gibt es sehr, sehr viele Bereiche. Da geht es natürlich, ja, wenn wir bei Laura Garavini bleiben, geht es natürlich um Politik, ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, die Mafien zu bekämpfen. Aber es geht natürlich im klassischen Sinne auch um die Justiz. Es geht um Polizisten, es geht um Richter, um Staatsanwälte, um Anwälte oder Anwältinnen, um Staatsanwältinnen und so weiter und so fort. Aber es geht natürlich auch um die Zivilbevölkerung schlechthin. Also alle müssen wir eigentlich irgendwie alert sein und sollten irgendwie aufpassen. Und das war sozusagen die Grundidee, die ich dann auch mit meinem Buch verfolgt habe. Und dann beginnt halt sozusagen die Auswahl. Ich gestehe, ich habe eine Auswahl getroffen, aber es hätten natürlich auch noch viel mehr Personen, viel mehr Frauen sein können, die auch alle Großartiges leisten. Und ja, wenn ich jemanden auswählen darf, zum Beispiel sehr bekannt ist sicherlich die sogenannte Mafia-Ikone, Mafia-Fotografin Letizia Battaglia. Das ist die älteste Frau, die älteste Dame in meinem Buch. Sie ist immerhin doch schon 85 und immer noch sehr aktiv. Und wie der Name sagt, wirklich, ihr Name ist Programm, sie ist kämpferisch. Und ja, und sie hat mir eben erzählt, dass sie da ganz, ja, eigentlich wider Willen dazugekommen ist oder zufällig dazugekommen ist. Sie war im Fotografin, die erste Fotoreporterin auf ihrer Insel und kam dann automatisch in diesen Mafiakrieg hinein. Und immer wenn sie zu irgendwelchen aktuellen Ereignissen gerufen wurde, dann oder fast immer, dann ging es eben auch um Mafia-Delikte, um Mafia-Morde. Und so kam sie dann in eine Welt, die sie eigentlich die gar nicht wollte, aber der sie sich dann auch nicht verschließen konnte, logischerweise. Ich habe, wie gesagt, auch eine Staatsanwältin logischerweise interviewt, die sich über viele Jahre mit einem ganz mit der Ndrangheta beschäftigt hat, mit einem ganz konkreten Fall, mit einem ganz konkreten Clan. Ich war auch in Neapel und habe mit der Vizepolizeipräsidentin dort auch ein Interviews geführt und bin mit ihr durch die Stadt gegangen. Da lag der Fokus vor allen Dingen auch auf den Jugendlichen. Wie könnte man auch verhindern, dass eben Jugendliche, das passiert ja sehr häufig, in den Fängen, in diesem Fall der Camorra landen und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze. Vielen Dank, Frau Senatorin Garavini. Darf ich mich jetzt an Sie wenden? Sie haben immer den Blick auf den Monitor. Aber sind Sie auch zufällig in den Kampf gegen die Mafia reingezogen worden? Wie hat sich das bei Ihnen ergeben? Ja, in gewisser Weise ja. Zuerst erlauben Sie mir, mich ganz herzlich zu bedanken, Herr Botschafter, für diese Veranstaltung. Und das finde ich ganz toll, dass auch in Österreich, auch dank des Buches von Mathilde Schwabeneder, das Thema Mafia ein Thema ist, ein Thema wird. Das ist, finde ich, besonders wertvoll, weil man normalerweise dazu neigt zu denken, Mafia-Probleme haben nur mit gewissen Gegenden, mit gewissen Gebieten zu tun. Und man hat eben öfter mit Klischee einfach ein Bild, genau wie Sie das am Anfang angesprochen haben. Klischees, die öfter überhaupt nicht richtig sind oder überhaupt nicht die Realität ansprechen. Daher wirklich ein großes Dankeschön. Ein großes Dankeschön auch Mathilde, weil Sie mit diesem Buch einfach ein gutes oder besser gesagt das Thema handelt aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich finde, es ist besonders wertvoll, weil das eben alle Erfahrungen sind, die sehr konkret sind und auch nicht die Klischees ansprechen,
die eben öfter vorhanden sind. Daher denke ich, das ist wirklich ein ganz wichtiges Buch, weil das total packend ist, total interessant ist und gleichzeitig eben einen Blick in die Realität wirft. Und wie kam ich dazu? Also wie kam ich mit der Mafia zu tun zu haben? Also ich war damals noch ziemlich, ja, also ich kannte Mafia nur aus Büchern, nur aus Erzählungen. Ich wohnte schon in Deutschland, ich lebe auch mittlerweile in Deutschland, damals auch schon in Berlin. Und es war Ferragosto, also mitten im Sommer. Und wir wurden geweckt mit dem Radio, mit der Nachricht, es wären 6 junge Menschen vor einem italienischen Restaurant in Duisburg, also in einer kleinen, winzigen Stadt mitten in Deutschland, ermordet. Und innerhalb kurzer Zeit war es schon klar, dank der Zusammenarbeit der Ermittler, dass es mit der Ndrangheta zu tun hätte. Also dass es eine Racheaktion der Ndrangheta wäre. Ndrangheta ist die gefährlichste Mafiasorte Italiens. Die ist ja in Kalabrien ansässig. Und eben als junge Italienerin habe ich gleich so gedacht, das kann ich nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass die Mafia jetzt italienischer Art mitten in Deutschland, mitten im Sommer, an einem Feiertag, Italiens ist am 15. August bekannt, alles dicht, alles zu, wirklich Feiertag, da will keiner genervt werden. Und dass die Mafia und die Ndrangheta besonders in so einem symbolischen Tag mitten in Deutschland, also mitten in Europa, einfach ihre Gewalt, ihre kriminelle Gewalt ausübt. Und da kam einfach eine Art Rebellion in mich, aber auch in anderen, die ich gleich angesprochen habe. Zuerst habe ich Gastronomen angesprochen, weil sie gerade besonders verletzt wurden, weil gleich war da das Motto auch in den deutschen Zeitungen, wo Pizza ist, ist Mafia. Und das wollten wir wirklich nicht annehmen. Wir wollten zeigen, es ist nicht so, dass wo Pizza ist, ist Mafia, sondern es ist genau das Gegenteil. Wo Italiener sind, ist die Anti-Mafia aktiv. Und wie gesagt, ja, ich war damals überhaupt keine Politikerin. Ich hatte mich schon politisch engagiert. Ich hatte damals in der Gewerkschaft gearbeitet. Und mit normalen Menschen habe ich einfach gedacht, okay, lass uns mal was tun. Auch nach dem Vorbild von Addio Pizzo. Addio Pizzo war ein Verein, das auch von ganz normalen Menschen, von Hausfrauen, von Studenten, ein paar Jahre davor in Sizilien initiiert wurde, unter dem Motto, zur Seite zu Unternehmen zu sein, die einfach damit den Mut gekriegt haben, Anzeige zu erstatten, falls sie bedroht werden. Und genau das Modell oder das Beispiel, das Vorbild, haben wir nach Deutschland übertragen. Ich habe damals auch mit diesen jungen Menschen Kontakt aufgenommen. Ich habe mich mit denen ausgetauscht, wie sie das gemacht hatten, wie sie das initiiert hatten. Und genau dasselbe Vorbild haben wir eben auch in Deutschland gemacht. Das heißt, wir hatten Aufkleber, wo es stand, hier kommt die Mafia nicht rein. Dadurch auch den Namen der Initiative. Mafia, nein, danke. Und solche Aufkleber, also ich habe dann mit mehreren Gastronomen und auch mit kleinen Unternehmen angesprochen, italienischer Herkunft, aber auch anderer mit Firmen, die einen italienischen Namen hatten. Es gibt in Deutschland viele, vielleicht auch Türken oder Deutsche selbst, die aber Läden haben, die eben einen italienischen Namen tragen. Und bei denen haben wir eben, bei denjenigen, die mitgemacht haben, haben wir diese Initiative gestartet. Also solchen Aufkleber an der Tür des Ladens aufgeklebt, einfach um signalisieren, hier dürfen Mafiosi nicht nach Schutzgeld bitten oder verlangen, dass Waren von ihnen gekauft werden. Oder verlangen, dass Leute von ihnen eingestellt werden. Das sind normalerweise die Methoden, die Mafiosi benutzen, um Fuß zu fassen. Und zuerst haben die Gastronomen gleich gesagt, komm, das werden wir überhaupt nicht haben hier in Berlin.
das Problem. Das wirst du sehen, dass wir bleiben gespart. Aber unglücklicherweise war es so, dass es überhaupt nicht der Fall war, sondern genau 6 Monate später, also im Dezember 2007, hat es doch eine Reihe von Erpressungen gegeben. Und zwar zwei Camorristi aus Neapel wollten Fuß fassen in Berlin und sind einfach reihenweise in gewissen Straßen Berlins gegangen, da es Straßen gibt, wo viele italienische Lokale sind oder Lokale mit italienischem Namen eben. Und sie sind einfach die Reihe nach zu den unterschiedlichen Gastronomen gegangen. Sie waren bewaffnet, sie haben eben verlangt, dass sie Geld geben. Und sie waren natürlich auch bedrohlich. Sie waren eben bewaffnet, sie haben dann, sobald der eine oder den anderen nein, sich geweigert haben, Schutzgeld zu bezahlen, haben sie auch ein Auto in die Luft gesprengt und auch ein Restaurant angezündet, so dass es wirklich schon eine ganz gefährliche Situation und auch die Stimmung war natürlich sehr betrübt. Aber dank der Initiative haben sich die unterschiedlichen Gastronomen an uns gewandt und da ist eben diese Zusammenarbeit entstanden. Wir haben zusammengehalten. Ich habe damals nächtelang mit den einzelnen Gastronomen auch verbracht, immer in Ansprache auch mit der Polizei, mit der Berliner Polizei, mit der wir inzwischen auch eine Vereinbarung abgeschlossen hatten, sodass sie auch gleich, sobald wir denen benachrichtigt haben, auch Schutzmaßnahmen geschafft haben, um die Gastronomen zu schützen, die am Anfang mit der Initiative mitgemacht hatten. Teilweise wurden sie auch selber besucht von diesen Erpressern. So dass die Zusammenarbeit ist einfach so gut gewesen, dass innerhalb 2 Wochen ist dank der Anzeigen der Gastronomen, die sich von Anfang an verpflichtet hatten, also wir hatten die Aufkleber aufgehängt, aber sie hatten sich auch bei uns, bei der Initiative verpflichtet, Anzeige zu erstatten, falls sie bedroht werden. Und dank der Anzeigen der Polizei und der Gastronomen an die Polizei, ist es der Polizei tatsächlich gelungen, die 2 Erpresser zu verhaften. Innerhalb 2 Wochen. Also sie kamen zuerst kurz vor Weihnachten an, es war der 19. Dezember 2007. Und am 31. Dezember ist der Berliner Polizei gelungen, die 2 zu verhaften, dank der Anzeige der Gastronomen, der italienischen Gastronomen. Und das war für uns wirklich dann besonders positiv. Nicht nur, weil die 2 verhaftet wurden, aber weil es uns auch gelungen ist, tatsächlich zu beweisen, dass die Italiener doch auch für die Antimafia aktiv werden können. Und und das hat uns dann animiert, auch die Initiative als Verein zu gründen. Verein, das immer noch existiert in Berlin. Jetzt ist eine neue Generation junger Menschen, die aber weiterhin daran arbeiten, das Thema der organisierten Kriminalität einfach anzusprechen, bekannt zu machen. Wir haben immer wieder auch junge Leute, die an der Universität studieren und eben das Thema versuchen, in unterschiedlicher Art und Weise bekannter zu machen. Danke, danke vielmals. Ich bin jetzt sehr beeindruckt, auch die anderen Frauen, die Frau Schwaber-Reder in ihrem Buch beschrieben hat. Ich meine, Sie sind ja ein persönliches Risiko eingegangen. Sie haben sich ja auch einer gewissen Gefährdung ausgesetzt. Das sind ja keine Pfadfinder, die Mafiosi. Und wie Sie gesagt haben, die waren auch bewaffnet. Was hatten Sie keine Angst? Warum sind Sie dieses Risiko eingegangen? Was war Ihre Motivation dahinter? Haben Sie das verdrängt oder wie ist Ihnen emotionell dabei ergangen? Also zuerst muss man sagen, die Mafia lebt von der Angst, die sie verbreitet. Daher genau das, was man nicht zeigen soll und gerade was man versuchen soll zu überwinden, ist genau die Angst. Und ich denke, die Stärke der Initiative ist genau, also basierte genau darauf, dass es uns gelungen ist, zusammenzuhalten, auch mit den Leuten, die erpresst wurden, die eben besucht wurden, wo die 2 Camorristi hingegangen sind. Teilweise waren auch Gastronomen, die aus den Gegenden kamen, wo sowas leider öfter vorkommt.
einige von ihnen waren gerade auch weggegangen, um sich zu weigern, mit solchen Phänomenen zu tun zu haben. Das heißt, unsere Gastronomen wussten genau, worum es ginge. Also es ist nicht so, dass da keine Angst herrschte, im Gegenteil. Es hatte wirklich, also die Stimmung war wirklich furchtbar, weil es unter, also es war die Weihnachtszeit und diese zwei sind tatsächlich zu allen Gastronomen gegangen fast. Und da eben die Verbindung so eng war unter uns, natürlich war auch die Verbreitung der Angst groß, aber die Tatsache, dass wir bei den Menschen gewesen sind, die Tatsache, dass wir auch dank der Polizei wirklich eine Mannschaft fast geschafft haben, ist es uns gelungen, den Einzelnen die Angst wegzunehmen. Wir haben auch versucht, Gastronomen im Voraus Bescheid zu sagen, weil es ziemlich klar war, dass diese zwei Camoristi alle die Straße nah die Restaurant besucht haben, so dass wir innerhalb kurzer Zeit eben dank des Netzwerkes unter uns in der Lage waren, den Einzelnen auch vorzuwarnen. Sieh zu, es gibt die zwei Camoristi, sie werden wahrscheinlich auch zu dir kommen. Pass auf, hab keine Angst, wir gehören zu dir. Versuch mal anzuschauen, wie sie kommen, wie sie angezogen sind, wie sie aussehen, wie sie sprechen. Und auch dank solcher Informationen, die dann die Einzelnen in der Tat, also wir haben ihnen fast im Voraus so Tipps gegeben und Ängste weggenommen, so dass sie auch wach geblieben sind und nicht gleich in Panik gefallen sind. Und dank der Hinweise dieser Gastronomen ist es dann der Polizei auch gelungen, die zwei in der Tat zu verhaften. So dass es, wie gesagt, also mit Angst, es ist klar, dass man schon Angst hat, aber A, muss man versuchen, die Angst zu überwinden. Weil wenn man Angst zeigt, dann hat man schon verloren, der Ndranghetisti oder der Mafia gegenüber. Und auf der anderen Seite, ich muss sagen, die Berliner Polizei ist auch große Klasse gewesen. Also sie ist uns schon zur Seite gewesen. Sie hatte auch gleich für die Gastronomen, die in Gefahr hätten sein können, auch Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet, so dass es ganz gut war. Ich bitte jetzt wirklich groß um Entschuldigung. Ich muss im Plenarsaal gehen. Wenn es mir gelingt, komme ich wieder. Ansonsten bitte ich um große Entschuldigung. Ja, ich werde es hier laufen lassen. Auf Wiederhören. Gut, danke Ihnen vielmals, Frau Senatorin, gute Abstimmung und wir hoffen, Sie wiederzusehen. Frau Schwabeneder, dann schalten wir wieder zu Ihnen. Ich fand wirklich das Beeindruckende an dem Buch auch, ist eben diese Überwindung der Angst und die persönliche Gefahr, die diese Frauen eingegangen sind und eingehen, um die Mafia in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Ich meine, das Kapitel 1, die erste Frau, die Sie beschreiben, Frau Schwabeneder, ist eine Kronzeugin, die 27 Jahre unter anderer Identität lebte und dann erst wieder in die Öffentlichkeit gegangen ist, und zwar als Abgeordnete ins Parlament gegangen ist. Also die persönliche Opferbringung, die da ist, die nicht die Angst, aber einfach, dass man ein Leben, ein verstecktes Leben führen muss, weil man gefährdet ist. Wie haben Sie das erlebt, diese Frauen, dass sie damit haben umgehen können? Und wie haben Sie das Vertrauen finden können, all jener, die Sie interviewt haben, dass sie sich Ihnen geöffnet haben und darüber reden konnten? Ja, das braucht normalerweise relativ viel Zeit. Vertrauen muss man sich, ich glaube, das betrifft nicht nur diesen Bereich, sondern jeden Bereich im Leben. Vertrauen muss man sich erarbeiten und das braucht normalerweise etwas Zeit. Das einmal vorausgeschickt. Ja, diese Frauen, das ist
Ganz unterschiedlich. Also Sie haben jetzt Piera Aiello zitiert, die eben als Kronzeugin im Untergrund gelebt hat. Dazu möchte ich noch präzisieren, eine Kronzeugin, und wir sprechen jetzt ja vom italienischen System, eine Kronzeugin oder ein Kronzeug ist eine Person, die sich prinzipiell nichts zu Schulden hat kommen lassen, aber das, was sie oder er gesehen hat oder mitbekommen hat, der Polizei mitteilen möchte, also ein Zeuge, eine Zeugin ist im klassischen Sinn. Die Italiener unterscheiden dann auch noch, wenn es Aussteiger gibt aus dem organisierten Verbrechen, die eben sehr wohl selber Vergehen, Straftaten begangen haben. Und dann sprechen wir eben von Justizkollaborateuren oder Kollaborateurinnen. Ich habe für mein erstes Buch auch solche getroffen, Frauen, die bereits seit langem im Untergrund leben und dort auch bleiben werden, einfach mit einer ganz neuen Identität. Und auch wenn man weiß, dass es Frauen sind, die ja in diesem kriminellen Milieu aufgewachsen sind und auch dort agiert haben, muss ich sagen, hat mich diese konsequente Entscheidung, mit dem eigenen Leben komplett zu brechen, doch sehr, sehr beeindruckt. Ich glaube, man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen, was das heißt, zu sagen, so, und jetzt ist Schluss. Ich packe zwei Koffer. Ich nehme, wie es bei Frauen meistens ja der Fall ist, meine Kinder mit, meistens kleine Kinder mit, und gehe in eine völlig unbekannte Zukunft. Eine völlig unbekannte Zukunft, wo ich sozusagen meine Identität ablege, wo ich jegliche Brücke zu meiner Vergangenheit abbreche. Das nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder. Das Vermögen offenlege und auch gleichzeitig natürlich unterschreibe, dass ich alles, was ich weiß, kundtue. Denn was heißt denn das im Klartext? Das heißt, ich mache mir die eigene Familie zum tödlichen Feind. Und diese Frauen, die eben diesen Weg gehen, wissen ganz genau, dass ja die größte Bedrohung von der eigenen Familie kommt. Denn aus diesen Clans, aus diesen Familien, aus dieser Parallelwelt steigt man einfach nicht aus. Punkt. Und weil wir jetzt gerade auch von Piera Aiello gesprochen haben, sie war ja eigentlich oder ist ja eigentlich die erste wirkliche Kronzeugin, die eben gesagt hat, ich will raus aus diesem Leben und hat sich dann Paolo Borsellino anvertraut. Gleichzeitig wurde sie aber zum Vorbild für ihre ganz, ganz junge Schwägerin, also die Schwester ihres ermordeten Mannes, die dann ebenfalls beschlossen hat, auszusteigen. Rita Adria, eine sehr, sehr bekannte Kronzeugin, leider sehr bekannt, weil sie sich als eine blutjunge Frau selbst das Leben genommen hat, weil sie einfach diesem Druck nicht standgehalten hat. Und das sieht man schon, diese enorme Spannung, in der und unter der diese Frauen ja auch leben. Und was motiviert diese Frauen, auszusteigen, alles hinter sich zu lassen, diese Opfer zu bringen, ihr Leben in Gefahr zu bringen? Was ist es, was diese Frauen so stark macht, dass sie das dann im Endeffekt dann doch tun? Das ist durchaus auch unterschiedlich. Also ich habe in einem konkreten Fall, als ich sagte, Justizkollaborateurin, vielleicht die bekannteste schlechthin in Italien, Giuseppe Pesce, die hat das nicht auch nicht ganz freiwillig gemacht. Denn eigentlich wurde sie mit anderen Familienmitgliedern zuerst einmal verhaftet. Und da hat sie offensichtlich dann gesehen, was das bedeuten kann, vielleicht auch ein Leben lang im Gefängnis zu sein und so weiter. Es gibt auch durchaus diesen Aspekt, dass jemand sozusagen an die Grenzen herangeführt wird und dann sagt, stopp, ich muss etwas ändern. Und erst dann kommt vielleicht die Erkenntnis, dass es auch wirklich etwas Gutes haben könnte. Aber es gibt einfach auch Frauen, wie im konkreten Fall eben auch Piera Aiello, die gesehen hat, sie will in so einer Welt nicht weiterleben. Ich muss dazu sagen, sie selber kam nicht aus einer Mafia-Familie, hat aber in eine Mafia-Familie hinein geheiratet. Und sie sagt eben, sie hat auch zu viele Tote gesehen, zu viel Schweigen, zu viel, ja,
wir würden sagen, auch Verlogenheit. Die junge Frau, also sie hatte soeben geheiratet, wollte eigentlich diesen Mann auch gar nicht mehr heiraten. Auch da beginnt schon die Gewalt, also in diesen Familien, und wurde dann von dem zukünftigen Schwiegervater, einem Boss, dazu gezwungen, weil er ihre eigene Familie, also die Eltern der jungen Piera, an Leib und Leben sonst bedroht hätte. Und da hat sie dann den Mund gehalten und ist diese an sich ungeliebte Ehe, wie sie mir erzählt hat, eingegangen. Und dann fuhr das junge Paar auf Hochzeitsreise, und während sie kaum angekommen waren, haben sie erfahren, dass der Schwiegervater einen Unfall hatte. Und sie, noch nicht so vertraut mit dieser Welt und mit dieser Diktion, dachte zuerst tatsächlich an einen Unfall und hat dann erst kapiert, dass das eine Chiffre ist für einen Mafiamord. Und als man ihren Mann neben ihr ermordete, und hat sie selbst festgestellt, dass sie diese Diktion bereits verinnerlicht hat. Sie hat ihre Schwiegermutter angerufen und hat gesagt, mein Mann hatte, dein Sohn hatte einen Unfall. Und dann gab es verschiedene Dinge, da sagte sie mir, da war mir klar, dass ich bereits in diese Welt hineinschlittere. Und als ihre Schwiegermutter ihr dann dieses schwarze Kopftuch aufsetzen wollte, als Zeichen der sizilianischen Witwe, da hat sie sich dann plötzlich aufgelehnt und hat gesagt, nein, sie will keine dieser Frauen sein, die alles wissen, alles sehen, alles hören, aber nie den Mund aufmachen. Also ein wirklich starkes Motiv. Andere Frauen wieder haben gesehen, wie der Vater zum Beispiel von der Andrangheta unterdrückt wurde. Andere wiederum, eine junge Journalistin, die auch in meinem Buch vorkommt, Alessia Candido, hat mir gesagt, sie findet es einfach unvereinbar mit den Grundsätzen eines demokratischen Staates, dass es eben so etwas geben kann wie die Andrangheta, wie die Mafien. Und das ist für sie zum Beispiel ein Motiv. Also die Motive sind ganz unterschiedlich, warum sich dann Frauen eben wirklich so darauf einlassen. Ich darf an dieser Stelle auch alle Zuhörer und Zuschauer einladen, wenn sie Fragen haben. Bitte stellen Sie sie. Es gibt dazu ein Tool, nämlich in der deutschen Version vom WebEx Events, rechts in der Leiste Fragen und Antworten, auf Englisch Q&A. Bitte schreiben Sie da hinein, wenn Sie Fragen haben, und schauen Sie bitte, dass Sie bei der Vorauswahl auf alle Teilnehmer oder alle Panelists anklicken, sodass wir Sie auch sehen. Und wir werden dann in der Moderation, mein Kollege Georg Schnetzer vom Kulturforum, dem ich herzlich danke, dass er diesen Event mit organisiert und mitfinanziert hat, werden wir da ein paar Fragen auch auswählen, dass nicht nur ich die Fragen an die Frau Schwabeneder und vielleicht dann auch wieder, wenn die Frau Senatorin Garavini zurückkommt, stellen kann. Aber ich hätte eine weitere Frage an Sie, Frau Schwabeneder. In der Zwischenzeit, diese Frauen, die sich da gegenüber der Mafia auflehnen, haben die Unterstützung der weiteren Gesellschaft? In Ihrem Buch beschreiben Sie eine Bürgermeisterin, die von der Bürgerliste gewählt wurde und sich dann die Gemeinde angehängt hat als Nebenklägerin in einem Prozess, und die dann praktisch von ihrem Ort dann geächtet wurde. Das heißt, in welchem Umfeld arbeitet man da? Hat man da die weiteren gesellschaftlichen Unterstützung, oder ist man da einsame Kämpferin auf weiter Flur? Ja, das ist sehr interessant, denn es gibt ja eine sehr Mafia-Bewegung in Italien auf vielen verschiedenen Ebenen. Und es gibt natürlich auch sehr bekannte Anti-Mafia-Ikonen, mehr Männer als Frauen auch in diesem Fall. Aber in der Realität, in der ganz brutalen Realität des Alltags, ist es durchaus nicht so, dass diejenigen Menschen und auch die Frauen, die sich dagegen engagieren, dann auch tatsächlich wertgeschätzt werden. Im Gegenteil, weil Sie gerade jetzt diese Bürgermeisterin zitiert haben, die hatte es dann ganz schwer gehabt. Und da gibt es mehrere Fälle,
dieser Art, wo sich dann das Blatt auf einmal wendet und man wegen Nichtigkeiten angeklagt wird. Es gibt also in Ihrem konkreten Fall gab es Verleumdungskampagnen. Die sozialen Medien bieten sich da ja heutzutage wunderbar an. Es werden sogar teilweise so kleine Radios gegründet, um jemanden auch wirklich zu vernichten. Also das ist sehr, sehr schwer. Und Frau Girasole, Carolina Girasole zum Beispiel, hat mir auch gesagt, dass sie das mündet ja auch alles in einem Prozess, dass sie einfach nervlich völlig fertig ist. Und das beschreibt ganz, ganz gut, wie stark der Druck und wie stark die Ächtung sein kann. Das bringt jemand fast, also oder mitunter auch wirklich zum psychischen oder psychophysischen Absturz. Aber es war eigentlich bei allen, oder ich habe ja auch im Laufe meiner Zeit sehr, sehr viele Gespräche und Interviews auch dieser Art geführt, war immer wieder Tenor, dass eigentlich derjenige oder diejenige, die Missstände aufzeigt, sozusagen die Böse ist, ne? Dass diejenige ist, die nicht mitspielt. Und da gibt es sicherlich regionale Unterschiede, aber ganz, ganz besonders stark zum Tragen kommt das eindeutig. Ich glaube, das sage nicht nur ich, das sagen wirklich auch alle Ermittler in Kalabrien, dass der soziale Druck ganz, ganz groß und wenn man da nicht mitspielt, indem man entweder wirklich aktiv dabei ist oder zumindest duldet, dann ist man außen vor und hat es sehr, sehr schwer. Gibt es Ihrer Meinung nach oder von den Erfahrungen, die Sie sammeln konnten in Ihrer langen Zeit in Italien, auch mit dem Schreiben der Bücher, regionale Unterschiede? Wir haben Ragatta angesprochen. Ist es dort am schlimmsten? Ist es besser geworden in Sizilien? Trauen Sie sich so eine Aussage zu? Ja, das ist natürlich so eine ganz allgemeine, generalisierte Aussage, ist schwer. Aber ich will gar nicht sagen, wo es besser geworden ist, denn prinzipiell sind die Mafien ja im gesamten Land vertreten, auf die eine oder andere Art und Weise. Und natürlich gibt es Menschen, Laura Garavini hat auch zuerst gesagt, sie war in ihrer Kindheit und Jugend damit nicht beschäftigt. Sie hat es auch anders kennengelernt, wie die Menschen diesseits oder je nachdem, je nach Gesichtspunkt jenseits der Alpen, aus Büchern, aus Filmen und Fernsehen und so weiter. Auch die Staatsanwältin, die ich porträtiert habe, hat ganz, ganz Ähnliches gesagt, ja. Aber Tatsache ist, dass auch im Norden Italiens die Mafien bereits ab den 1950ern wirklich Fuß gefasst haben und sie natürlich auch jenseits der italienischen Grenzen rund um den Globus, das kann man nicht oft genug sagen, präsent sind. So, aber innerhalb Italiens, glaube ich, wirklich sagen zu können, ist die Situation am schlimmsten, wenn man nämlich auch mit einbezieht, wie stark die Bevölkerung dabei unterdrückt wird, ist die Situation ganz sicherlich in Kalabrien. Danke vielmals. Ich glaube, eins, was auch in Ihrem Buch dann klar kommt, ist zum Tragen kommt, ist dass die Mafia nicht nur auf einzelne Regionen in Italien beschränkt ist und auch nicht nur auf Italien selbst, sondern eben, wie die Frau Senatorin Garavini eben beschrieben hat, sich über ganz Europa ausgebreitet hat. Sie haben am Ende Ihres Buches auch anonyme Opfer zu Wort kommen lassen, nämlich Opfer von Menschenhandel und von Zwangsprostitution aus Nigeria. Ein Phänomen, das ja nicht auf Italien allein beschränkt ist. Ist das ein Bereich, wo die Mafia sich in ganz Europa breit gemacht hat, mit diesem zynischen, menschenverachtenden Erwerbszweig?
Ja, mir ging es bei diesem Kapitel, ich habe da länger überlegt, ob ich das hinzufügen soll oder nicht. Und mir ging es aber letztlich darum, um das Ganze auch ein bisschen zu erweitern. Also die beiden Frauen, die ich da und die wollten natürlich anonym bleiben, porträtiere, das sind eben zwei junge Afrikanerinnen. Aber was zeigt dieses Kapitel auf? Es zeigt eben auf, dass es in Italien auch ausländische Mafien gibt, im konkreten Fall eben die nigerianische Mafia, die durchaus aber wiederum mit der italienischen Mafia zusammenarbeitet. Und wie wir wissen, sind die Nigerianer stark, also die nigerianische Mafia stark im Bereich von Drogen und eben, wie Sie schon sagten, auch Zwangsprostitution und damit auch so also Menschen- bzw. Frauenhandel tätig. Prostitution war früher auch durchaus etwas, was auch in diversen Mafia-Gruppierungen sozusagen forciert wurde. Aber jetzt überlässt man großteils dieses Feld eher anderen. Und wie gesagt, mir war eben wichtig, erstens einmal das Schicksal dieser jungen Frauen aufzuzeigen, der es ja viele gibt. Nur in Italien, denn dieser Kreis schließt sich ja, wenn man dann geht es nach Österreich, da geht es nach Spanien. Das sind alles international tätige Clans, tätige Banden, haben ganz, auch die Nigerianer in diesem Fall wirklich ganz ähnliche Strukturen, die eben von den obersten Anti-Mafia-Behörden in Italien eben auch wirklich gleichgesetzt werden mit italienischen Strukturen. Und wie gesagt, das war mir ein Anliegen und man sieht auch in anderen Bereichen, also nachdem an oberster Stelle immer das Prinzip steht, also wie macht man möglichst viel Geld, gibt es natürlich sehr viele Verschränkungen, also der italienischen Mafia auch mit anderen. Man denke zum Beispiel auch nur, wenn man jetzt an die Adriaküste schaut, die Verbindungen nach Osteuropa, Balkangebiet, auch dort geht es oft um Drogen und auch um Prostitution, Zwangsprostitution und Frauenhandel. Da gibt es wieder enge Verbindungen zur albanischen Mafia und so weiter. Also das ist ein ziemlich dichtes und komplexes Netz, das man sicherlich nur bekämpfen kann, wenn eben zusammengearbeitet wird auf wirklich internationaler Ebene. Absolut. Und wenn die Frau Senatorin Garavini nach der Abstimmung zurückkommt, wollte ich Sie auch fragen, da ist sie, glaube ich, auch sehr aktiv gewesen in dieser internationalen Kooperation. Ist Ihnen ein Beispiel aus Österreich bekannt? Ich meine, jetzt zeige ich meine Ignoranz. Es wird sie sicher geben, aber ist es nicht an die Oberfläche gebrochen, sodass dass wir da uns dessen bewusst sind? Ein Beispiel von Präsenz von Mafia, meinen Sie? Ja. Ja. Es gibt immer wieder Beispiele, also Einzelbeispiele. Österreich allerdings ist, wenn man die Karte anschaut, immer noch zumindest offiziell eher ein unberührtes Gebiet. Anders als in Deutschland, wo man sich dessen schon sehr bewusst ist, dass die Mafien wirklich stark präsent sind im gesamten Land, in verschiedensten Bereichen und natürlich auch sehr oft nur aktiv sein können, indem sie durchaus mit lokalen, regionalen Bereichen zusammenarbeiten. Ganz ähnlich die Situation in der Schweiz. Auch dort habe ich immer wieder erfahren, dass man sich dessen sehr bewusst ist, dass die Mafien durchaus eine starke Präsenz haben in diesem Land. In Österreich ist dieses Bewusstsein viel, viel weniger ausgeprägt. Und trotzdem weiß man, dass verschiedene Clans tätig sind. Das betrifft das Online-Spiel, das betrifft natürlich den Immobilienbereich. Wir wissen, in Österreich wird gebaut wie kaum sonst wo in Europa. Wir haben also die größte Dichte sozusagen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, vor allen Dingen Geld reinzuwaschen. Und das ist natürlich ein interessanter Bereich für Organisationen, die milliardenschwer sind, ne? Und eigentlich nur darauf warten, dass sie ihr schmutziges Geld, Drogengeld, blutiges Geld
in den normalen Kreislauf, also in die legale Wirtschaft einspeisen können, um es sozusagen wieder gewaschen herauszubekommen. Und damit sind natürlich auch die Spuren verwischt. Also Geldwäsche, Immobilien, Online-Geschäfte, da gibt es sicherlich einiges an Präsenz in Österreich. Das Problem ist oft, dass wir natürlich eine andere Gesetzgebung haben. Also nachdem diese Mafien, und interessant ist ja auch, wir sprechen immer von Mafia und der Begriff kommt aus Sizilien, aber er wird eigentlich weltweit verwendet. Das sagt schon einiges aus natürlich. Und dass es in Italien dadurch natürlich eine komplett andere Gesetzgebung gibt und sicherlich ich würde fast sagen, die beste der Welt diesbezüglich, die gibt es woanders nicht, weil es eben keine gewachsene, keine historische Präsenz ist. Und das macht es natürlich teilweise auch schwieriger, weil während man in Italien aufgrund der reinen Zugehörigkeit natürlich auch belangt werden kann, geht das in Österreich oder auch teilweise so. In Deutschland ändert sich gerade einiges. So nicht. Also da sind auch mitunter den Ermittlern die Hände gebunden. Und wenn man natürlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch unschwer sieht, sind das Organisationen, die ein unglaubliches Gespür, ein unglaubliches Geschick haben und auch äußerst firm sind, wenn es darum geht, Geld zu investieren, reinzuwaschen. Sie gehen in die Finanzsektoren hinein. Gerade in jüngster Zeit gab es ja immer Warnungen. Also man hat Angst um die Börse in Mailand, also große Transaktionen. Dann auch natürlich, ist glaube ich eine Notiz von heute, wenn ich mich nicht falsch erinnere, zum Beispiel auch Geldverleih zu Wucherzinsen. Aber in jedem Fall Geldverleih. 15.000 in Italien, vor allem 15.000 Restaurants sozusagen Gefahr laufen, in irgendeiner Form von der organisierten Kriminalität unterwandert zu werden. Und zwar 6.000 seien es vor dem Ausbruch der Pandemie von Covid-19 gewesen, plus 9.000 dazu. Das zeigt schon ungefähr auch die Schwierigkeiten, in denen sich die Leute befinden. Andererseits weiß man natürlich auch, dass gerade dieser önogastronomische Bereich ja ohnehin eine Mafia Domäne ist ganz international gesehen, also auch hier sehr komplex. Weil Sie gesprochen haben, dass vielleicht in Österreich das Bewusstsein nicht da ist, und dann darf ich eine Frage auch aufgreifen vom Herrn Futschecker, die er gestellt hat. Ist es möglich, ich meine, wenn wir zum Beispiel jetzt im Fernsehen auch Krimis sehen, dann ist es immer die italienische Mafia, also die Mafia in Italien selbst, aber wenig die Verbindungen zum Norden, zum Rest von Europa. Glauben Sie, kann man da eine allgemeine Bewusstseinsbildung machen, wenn man auch populäre Sendungen aufmerksam macht? Das ist kein rein italienisches Phänomen, sondern das ist ein gesamteuropäisches, wenn nicht sogar ein weltweites Phänomen, wenn man nur an den Drogenhandel denkt, der von Lateinamerika über Westafrika nach Europa geht und wo die Mafia oder die verschiedenen Mafien ihre Finger im Spiel haben. Ja, ich glaube, die Filmindustrie hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass über lange Zeit auch so eine Art romantisiertes Bild bestanden hat. Also diese Mafia-Clans, ihre Vorgehensweise, ihr Leben, das hat ja auch ein gewisses Faszinosum, das es ja durchaus auch ausübt auf die breite Öffentlichkeit. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, dass man diesem sozusagen nicht unterliegt und sich wirklich diesen scharfen Blick auf die brutale Realität bewahrt. Andererseits, zum Beispiel Pate. Es gefällt allen diese Trilogie, die wirklich auch fantastisch gemacht ist. Ne? Aber die Realität ist halt doch einfach viel, viel, noch viel härter, als sie ohne dies dort angedeutet wird. Ich glaube, es hat sich da einiges getan. Es gibt ja, speziell in Italien, gibt es ja sehr viele, auch Serien, sehr viele Filme, die Mafien zum Inhalt haben. Aber im Ausland, also außerhalb Italiens, ist das mitunter ein bisschen anders. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe jetzt selber, es gab doch einen Tatort, einen Jubiläumstatort, einen zweiteiligen, den ich mir natürlich angesehen habe am Sonntag und den Sonntag zuvor.
Und ich muss sagen, nachdem ich mich doch sehr intensiv über viele, viele Jahre mit diesen Realitäten auseinandergesetzt habe, ich habe den sehr, sehr gut empfunden und sehr, sehr realistisch, weil er unter anderem etwas aufgezeigt hat. Erstens einmal diese Präsenz in Mitteleuropa dieser Clans, die Brutalität, mit der auch Leute, die dann hier in Mitteleuropa sich niedergelassen haben oder dort sich niederlassen mussten, letztlich auch behandelt werden. Denn eines ist klar, die Zentrale liegt immer woanders. Also so mächtig kann der Clan gar nicht sein, der im Ausland agiert. Dann hat man auch diese Art Kolonialisierungspolitik gesehen, der Andrangheta, die eben wo Fuß fasst und sich dann wirklich zellenartig ausbreitet. Auch der Umstieg, dass man nicht aussteigen kann. Diese junge Frau hat dabei ihr Leben verloren. Also man kann da schon einiges machen, um den Leuten klarzumachen, das ist sozusagen ja, mehr als nur Folklore. Wobei ich finde, und das ist die viel, viel schwierigere Sache, wenn es um Verbrechen geht, also um Gewalttaten, sind die irgendwie gut darstellbar, beziehungsweise das leuchtet jedem ein, dass das abzulehnen ist. Aber wenn es um diese White-Collar-Crimes geht, also um diese Wirtschaftsverbrechen, die sozusagen, die man nicht sieht, die auch nicht riechen, die nicht, Geld stinkt nicht, wie es schon in der Antike geheißen hat. Da wird's dann schwierig, ne? Aber genau da müsste man eben auch lernen, hinzuschauen. Und da hätten, glaube ich, auch, ja, Filmemacher, wer auch immer, Journalisten, glaube ich, eine große Aufgabe. Darf ich zwei weitere Fragen aus dem Publikum aufnehmen? Der Herr Schweighofer fragt, wie schaut es aus mit der sozialen Ader der Mafia? Also erwirbt sie sich Einfluss, dass sie da eben so eine gewisse Verteilerfunktion, Robin Hood-Funktion zum Teil auch hat? Und dann für die, die gegen die Mafia kämpfen, auch die Frage von meiner Kollegin vom Prophet am Heiligen Stuhl: Wie steht es mit der Rolle der katholischen Kirche? Ich glaube, mich erinnern sogar in Ihrem Buch, dass es da ein paar Beispiele gab von Priestern, die sehr eng mit der Mafia verzahnt sind, aber auch andere, die dagegen angekämpft haben. Also dieses, wie kann man Leute der Mafia entreißen? Und wo gibt es Unterstützung? Ist die katholische Kirche da auf der Seite der Opfer? Fange ich jetzt mit der letzten, mit der zweiten Frage sozusagen. Also ich glaube, man kann sagen, die nicht mehr ganz, ganz blutjungen erinnern sich vielleicht auch an den wirklich ja, Hollywood-gerechten Auftritt von Papst Johannes Paul II. In Sizilien, der wirklich gegen die Mafia gewettert hat, geschrien hat, ne? Ähnlich, weniger lautstark, aber genauso sozusagen hart in der Aussage ist jetzt zum Beispiel auch Papst Franziskus, der sagt, also man kann kein Mafioso sein und gleichzeitig Christ, weil darauf berufen die sich ja immer. Also das schließt sich eindeutig aus. Also ich glaube, die offizielle Kirche hat da eine ganz klare Haltung. Auch der Umstand, dass eben ein Mafioso sozusagen automatisch exkommuniziert sein sollte, das ist auch den Mafia-Leuten bekannt. Zum Beispiel Giusy Besce hat mir erzählt, damals, als ich sie eben da treffen konnte, habe ich sie auch danach gefragt und sie hat gesagt, ihr Vater war völlig schockiert über so eine Aussage des Papstes. Also wir werden exkommuniziert. Da sieht man schon, also auch dieses Nichtverständnis oder eben ja, die Selbsteinschätzung also dieser Leute. Ja, noch einmal, ich glaube, die offizielle Linie ist ganz klar. Nicht so klar ist sie oft auf lokaler Ebene. Gerade ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es immer wieder Pfarrer gegeben hat, die ja, eine ganz enge Beziehung hatten,
auch zu Totorina zum Beispiel. Gibt es viele verschiedene Beispiele, wo sie durchaus sehr eng waren. Auch in meinem Buch, in meinem aktuellen Buch, kommt unter anderem auch ein Pfarrer vor aus Kalabrien, der derzeit auch immer wieder vor Gericht, die Prozesse sind ja dann meistens mehrere, immer wieder vor Gericht steht. Also da ist durchaus nicht immer klar, ob die wirklich verstehen, was oder verstehen wollen, was das heißt, ein Mafia-Mitglied zu sein. Da ist offensichtlich ihre eigene Kultur, in der sie groß geworden sind, oft stärker als letztlich eigentlich ihr christlicher Glaube, weil das ist ja nicht vereinbar. Aber auch hier muss ich noch einmal differenzieren, denn es gibt natürlich auch auf lokaler, regionaler Ebene und hat es auch immer wieder gegeben, Priester, Geistliche, die sich ganz dezidiert gegen die Mafia aufgelehnt haben. Es gibt ja auch einen Pino Puglisi, es gibt einen Seligen, der erste sozusagen Mafia-Märtyrer, ein Seliger der katholischen Kirche, der sich ganz vehement dagegen aufgelehnt hat. Laura ist wieder da, sehr schön. und dafür ermordet wurde. Also da gibt es ein breites Spektrum, aber es gibt sozusagen unter den Geistlichen durchaus also schwarze Schafe. Noch zum sozialen Aspekt, ja, den gibt es durchaus, wenn man das eben so sehen will, aber es kommt bei der Bevölkerung so an, das hat man jetzt auch während der Pandemie gesehen, dass in den Peripherien der großen Städte oder eben im Süden, wir wissen ja, dass es keinen zu kleinen Anteil der italienischen Bevölkerung gibt, der durchaus armutgefährdet ist, dass dort Familien, also Clans hingingen und Sozialhilfe geleistet haben, um zu zeigen, wir sind präsent, wir sind gut zu euch. Natürlich will man dann in weiterer Folge etwas zurück, zum Beispiel die nächste Stimme bei einer Wahl, also nicht wollen ja nicht Geld zurück in diesem Fall, sondern es also geht wieder in Richtung Kauf von Wählerstimmen. Aber auf der anderen Seite, ich habe das auch vor etlichen Jahren einmal, habe ich einen Beitrag gemacht in Kalabrien über eine Anti-Mafia-Bewegung und ganz im Süden Kalabriens. Und in diesem Ort hat man mir gesagt, ja, eigentlich die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 75%. Ja, ja und wer gibt dann Arbeit? Das sind die Clans. Und auch so übt man sozusagen eine soziale Funktion aus. Und vielen Leuten ist das Hemd dann sozusagen enger als der Rock und sind also durchaus, durchaus davon überzeugt, dass die etwas Gutes für sie tun. Danke vielmals, Frau Senatorin. Wir haben das Privileg, Sie wieder zurückzuhaben. Wie ist die Abstimmung ausgegangen? Ist sie gut ausgegangen? Gut, wir haben vorher auch gesprochen von der internationalen Dimension der organisierten Kriminalität, der Mafias. Ein Bereich, wo Sie auch tätig waren als Abgeordnete, aber auch als Senatorin. Und natürlich Ihr Werdegang bietet sich das natürlich an. Und wir haben auch gesprochen von den Geschäftszweigen, in die sich die Mafias weg von den klassischen Zweigen zum Weißwaschen ihrer Gelder. Und dann sind das sehr renommierte Persönlichkeiten, die halt investieren in Immobilien, in Firmen und so weiter. Wie wird man dem Herr? Wie kann man diese internationalen Krakenarme der Mafia begegnen? Begegnen? Ja. Also zuerst muss man sich völlig lösen von den Klischees, von denen wir vorher gesprochen haben und auch von den alten Bildern der Mafia. Und auch von den Bildern, die sehr oft auch von Filmen vorgetragen werden. Das heißt, man soll sich echt verabschieden von dem Bild, von dem
alten Menschen mit der Coppola, also mit diesem Hütchen und Gewehr unter dem Arm, sondern es sind wirklich smarte Unternehmer, sehr oft, die völlig unauffällig sind, die eben in der Lage sind, ihre kriminelle Geschäfte auszuüben, ohne aufzufallen, die in der Lage sind, auch die neuen Technologien zu benutzen und gleichzeitig auch die Fähigkeit entwickelt haben, auch eben international zu agieren, das heißt auch in anderen Ländern. Und ja, die Mafia nutzt sehr oft zwei Bedingungen. Und zwar auf der einen Seite gehen gerne hin, wo viel Geld zu verdienen ist, und auf der anderen Seite, wo die Gesetzgebung einfach nicht so gut ist und nicht so modern ist, dass in der Lage ist, eben die kriminelle Tätigkeit zu bekämpfen. So, dass man als normaler Bürger, es ist schon nicht einfach zu verstehen, ob man mit Kriminellen zu tun hat. Das ist leider ein großes Problem. Und das macht eben die Arbeit für die Ermittler besonders schwer, weil sie nicht leicht zu erkennen sind. Und man soll sich auch verabschieden von dem Gedanken, dass die ganzen Restaurants mit der Mafia zu tun haben. Das ist auch nicht wahr. Gerade mit der Initiative in Berlin haben wir gezeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und was stimmt, ist, dass sehr oft oder immer öfter auch Betriebe benutzt werden als Deckname. Einfach um Geld zu waschen. Und es können auch Restaurants sein, aber sehr oft sind es auch Betriebe, die einfach mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten zu tun haben, also die eigentlich nichts produzieren, nichts tun, nur Quittungen oder Belege ausstellen, um Geld zu waschen. Und es können auch große Betriebe sein. Mittlerweile beispielsweise ist es auch so, dass die organisierte Kriminalität, die eine neue Geldquelle entdeckt hat, aber schon lange, seit Jahren, und zwar öffentliche Aufträge. Das heißt, Betriebe werden auch einfach nur gegründet, als Partner, als Scheinpartner zu erscheinen, um auch öffentliche Aufträge, beispielsweise auch europäische Aufträge, zu kriegen. Es gibt Ermittlungen, die beispielsweise mit Energieprojekte zu tun haben, die einfach eben Betriebe in unterschiedlichen Ländern ausnutzen, einfach als internationale Partner zu erscheinen. So dass es eben für private Menschen sehr schwierig ist, sich ein Bild zu machen, wie sehen heute Kriminelle aus. Gerade bei öffentlichen Aufträgen, meine zweite Frage hätte ich da, wie kann man bei öffentlichen Aufträgen mehr Transparenz reinbringen, weil, wozu ich verstanden habe, die Mafia türkt bei Ausschreibungen derart, dass sie dann die Ausschreibung gewinnt und dann das sowieso den Subunternehmern gibt und dann praktisch den Rahmen abschöpft dessen. Und das Zweite ist, es wurden öfter jetzt auch Befürchtungen geäußert, dass dieser Recovery Plan, der jetzt kommen soll, ich hoffe, Ende dieser Woche wird der Europäische Rat da das grüne Licht dann endlich geben, dass der natürlich auch Gefahr läuft, ausgenutzt zu werden von der organisierten Kriminalität. Und ich weiß, da gibt es Diskussionen auch im italienischen Parlament, wie man dem begegnen kann. Und das Letzte wäre, ich glaube, dass wir haben gerade vorher, wie Sie nicht da waren, darüber gesprochen, dass in Österreich vielleicht das Bewusstsein noch nicht da ist, wie weit die Kriminalität, die Mafias in alle Wirtschaftszweige hinauskragt.
Können wir da nicht vor allem die österreichischen Behörden viel von den italienischen lernen, die sich mit dem Phänomen schon seit Jahrzehnten befassen und sie seit Jahrzehnten bekämpfen? Da bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Frage. Es ist klar, dass Italien überhaupt nicht belehren will, überhaupt nicht so als Lehrer auftreten kann. Gerade auch deswegen, weil trotz der guten Gesetze das Problem auch in Italien immer noch existiert. Aber gerade so eine Sensibilität, wie Sie ansprechen, ist unheimlich wertvoll und wichtig und auch notwendig. Eben nicht, weil ein Land den anderen was beibringen soll, sondern einfach, weil man das Erkenntnis braucht. Es ist ein gemeinsames Problem. Und man soll sich eben verabschieden von dem Gedanken, dass es nur ein Problem der anderen ist, nur ein Problem Süditaliens ist oder nur ein Problem Italiens oder nur ein Problem gewisser Länder. Das wäre der Anfang des Ende. Weil die Mafia genau solche Gesetzlücke gut ausnutzen kann und gerade solche Naivität auch bei den Institutionen oder bei der Politik ausnutzen kann, um gezielt genau dort tätig zu werden. Das heißt, es ist wirklich zu empfehlen, dass man A, die ganzen Richtlinien, die ganzen europäischen Gesetze, wie sagt man das, che si ratifica, no? Dass man sie auch Ausführen. auch in jedem Land durchsetzt, einnimmt. Und also das ist wirklich die Regel Nummer eins, dass alle europäischen Gesetze in den letzten Jahren sind auch sehr wichtige Richtlinien, beispielsweise gegen Geldwäsche. Geldwäsche geschafft worden. Und es ist schon auf jeden Fall wichtig, dass man die ratifiziert zuerst, und zwar homogen, europaweit. Weil gerade eben, wenn in gewissen Ländern Gesetzlücken stehen, ist die Gefahr sehr groß, dass die Bekämpfung einfach nicht homogen ist und dass dann in gewissen Gebieten die Gefahr sehr groß ist, dass die Mafia besonders zunimmt. Also wichtig ist, das zu erkennen, dass das ein Problem ist, dass das auch in dem eigenen Land ein Problem sein kann. B, wichtig ist zweitens, dass die Gesetzgebung so harmonisch wie möglich ist, auch dank der Ratifizierung europäischer Gesetze. Und C ist unheimlich wichtig, auch die Zusammenarbeit unter den Ermittlern, sei es Polizei, sei es Staatsanwälte, sei auch Zivilgesellschaft. Auch die Zivilgesellschaft, das hat die Erfahrung gerade in Sizilien bewiesen, aber auch italiensweit. Also die Zivilgesellschaft kann schon eine wichtige Rolle spielen. In Sizilien zum Beispiel hat man Cosa Nostra große Niederlagen so geschafft. Also man hat die Cosa Nostra eigentlich besiegt, auch dank des Engagements der Zivilgesellschaft, die einfach gerade mit solchen Initiativen wie Addio Pizzo und anderen die Leute dazu bewegen konnte und auch diese Ängste wegnehmen konnte, so dass die Einzelnen dann den Mut gekriegt haben, auch Anzeige zu erstatten und sich dagegen zu wehren. Das ist ganz wichtig. So dass eben auch diese Zusammenarbeit der Ermittler auch international sehr, sehr wichtig ist, um das Phänomen zu bekämpfen. Vielen Dank. Bevor ich die Frau Schwabene dann auch dazu frage, ein Instrument, das es in Italien gibt, aber mir so nicht in Österreich bekannt ist, ist die Beschlagnahmung von Vermögen. Das hat sich, glaube ich, in Italien, von verdächtigten Mafiosi, das hat sich in Italien relativ gut bewährt. Gibt es das auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland, Frau Senatorin? Ja, das ist eben etwas, das also wirklich viele positive Entwicklungen verursacht hat
Und zwar, also da bin ich ziemlich stolz zu sagen, dass auch dank der Tätigkeit von Mafia Nein Danke, also von dieser Initiative, die wir damals gegründet haben und der auch mittlerweile als Verein tätig ist, auch dank der Arbeit, auch da als Zivilgesellschaft, haben wir doch diese Sensibilisierungsarbeit geleistet, auch begleitet von meiner Arbeit dann im Parlament. Mathilde, jetzt bist du zu sehen, wie schön. Also es ist uns dann gelungen, einige Kollegen des Bundestages zu sensibilisieren, eben auch europäische Gesetzgebung schnell zu ratifizieren. Und das hat dazu beigebracht, dass auch in Deutschland jetzt eine Art Confisca Preventiva existiert, das heißt eine voraussichtliche Konfiszierung. Dagegen es war nicht einfach, die Kollegen des Bundestages dazu zu animieren, das zu ratifizieren. Aber das hat doch geklappt. Und das ist auch dank solcher Gesetze, dass jetzt auch so wichtige Erfolge gegenüber beispielsweise die arabische Mafia gerade in den letzten Monaten möglich gewesen sind. Und auch nicht nur die Ermittler, sondern auch die Politik und auch die Öffentlichkeit, also auch die Medien, geben zu, wie wichtig so ein Gesetz wichtig ist. Und also jetzt wird erkannt, dass gerade dank solcher Gesetze möglich ist, gewisse Erfolge zu haben mit der organisierten Kriminalität. Weil die Erfahrung Italiens zeigt, die Mafiosi können eher damit umgehen, in Knast zu landen, als dass ihnen die Güter weggenommen werden. Also das ist wirklich eine Methode, womit man der Mafia schwächt. Damit nimmt man denen auch ihre Macht weg, ihre Gelder weg und damit schwächt man sie wirklich. Mehr als sie in den Knast zu schicken, wo sie weiterhin ihre Macht öfter leider ausüben können. Frau Schwabeneder, wir haben das Vergnügen, Sie jetzt auch zu sehen, weil Sie auf Ihr Handy umgestiegen sind. Keine Ahnung, wie Sie mich sehen. Also wunderbar, danke Ihnen herzlich, dass Sie diesen Weg gewählt haben, sodass wir Sie zumindest zum Schluss noch sehen können und nicht nur hören. Wie schaut es denn in Österreich aus mit Maßnahmen wie zum Beispiel Konfiszierung von Vermögen? Mir ist es zum Beispiel nicht bekannt, dass das in Österreich so leicht geht, wie das in Italien und scheinbar auch in Deutschland möglich ist. Ja, das ist sicher. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, gut. Ja, das ist ganz sicher anders in Österreich. Also mir sind diesbezüglich auch Konfiszierungen nicht bekannt. In Italien gibt es ja auch, ich habe aufgrund der technischen Schwierigkeiten jetzt vielleicht, Laura, verzeihen, nicht alles so genau gehört, was du gesagt hast, aber da, vielleicht wiederhole ich mich jetzt, es gibt ja auch die präventive sozusagen Beschlagnahme von Gütern. All das gibt es in Österreich nicht und da komme ich wieder auf das zurück, was ich eben am Anfang auch schon erwähnt habe, dass eben die Gesetzgebung doch eine sehr, sehr andere ist, weil man doch auch viel, viel weniger Erfahrung mit dieser Art von Delikten hat. Aber die Geschichte in Italien hat natürlich gezeigt, dass gerade diese Handhabe die Mafien wirklich dort trifft, wo es wehtut. Und da darf ich jetzt in Abwandlung Richter Falcone zitieren, der eben sagte, man muss den Geldflüssen der Mafien folgen. Und nur so kann man sie wirklich effektiv bekämpfen. Ich glaube, diese Aussage ist heute wichtiger denn je. Vielen Dank. Wir kommen langsam zum Ende unserer Zeit. Frau Senatorin, gibt es etwas, was Sie uns und den Zuschauern noch mitgeben wollen? Die Mafia ist da. Wie können wir sie loswerden? Ja, auch mit solchen Veranstaltungen, auch mit Büchern wie das von Mathilde,
auch indem institutionelle Ansprechpartner wie Sie, Herr Botschafter, das Thema sehr ernst nehmen und dazu beitragen, der Institutionen, der Politik, auch der Bevölkerung, eben das Thema einfach so als Problem wahrzunehmen. Es sind keine Sprüche, keine einfachen Worte, sondern wie gesagt, also auch diese kulturelle Arbeit, diese Sensibilisierungsarbeit ist unheimlich wertvoll. Erst vor ein paar Tagen hat es ein Urteil in Deutschland gegeben, das meiner Meinung nach, also ich bin nicht gewöhnt, Urteile der Justiz zu kommentieren. Aber Sie haben es vielleicht mitgekriegt. Also in Deutschland, also Falcone, die Schwester von Borsellino und Giovanni Falcone, also nicht die Schwester von Borsellino, die Schwester von Giovanni Falcone hatte gegen ein Restaurant geklagt, das den Namen Falcone und Borsellino ausgesucht hatte. Und nicht nur das, sondern in dem Lokal waren nicht nur die Bilder von den zwei Richtern, sondern auch Bilder von Il Pate, also von den Bossen und einfach so. Es wurde alles so bagatellisiert und eben Mafia und Antimafia einfach auf einem einzigen Topf geworfen, so dass die Schwester von Falcone dagegen geklagt hatte. Und das Urteil der Justiz war wirklich verblüffend. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht kommentieren, ich habe das auch öffentlich überhaupt nicht gemacht, aber ich denke, wenn einfach eine Sensibilisierungsarbeit zur Gefahr der Mafia und auch eine Sensibilisierung über die Wichtigkeit der Antimafia-Bewegung und Arbeit. Ich glaube, wenn es so eine Arbeit noch massiver gewesen wäre, hätte vielleicht so ein Urteil nicht stattgefunden. Also das Urteil der Justiz war, ach, es ist schon so weit weg oder so, es ist schon so lange her, dass die zwei ermordet wurden und Mafia ist doch keine Gefahr, lass das doch. Das war das Urteil der Justiz in Deutschland. Und das trotz der ganzen Arbeit, die ich glaube auch mit Mafia Nein Danke und ein bisschen, wie gesagt, geleistet haben. Aber trotzdem, es ist alles nicht genug gewesen. Also daher, wie gesagt, selbst so eine Initiative ist wirklich sehr, sehr wertvoll, weil es dazu beiträgt, eben ein Kenntnis des Phänomens und des Problems zu verbreiten und einfach zu verstehen, wie man das sehr ernst nehmen muss. Auch was die Seite der Politik und der Gesetzgebung anbelangt. Frau Schwabe-Nieder? Ja, ich darf da anschließen und darf sozusagen, weil ich schon Giovanni Falcone heute mal zitiert habe, darf das auch mit Paolo Borsellino tun, der ihm auch sagte, man muss über die Mafien reden, also dass man soll das tun in den, also wir sprechen natürlich, wir wissen beide, wurden ermordet 1992, da gab es noch keine sozialen Medien, aber er sprach konkret eben die Zeitungen an, er sprach also die klassischen Medien an, auch wie Radio und Fernsehen, weil das Schlimmste ist, wenn man eben wegschaut und wenn man den Mafien dadurch die Möglichkeit gibt, nämlich genau das wollen sie natürlich, dass sie unbeschadet und ungesehen in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können. Also man muss, wie Laura schon angesprochen hat, aber auch die ganz normale Sensibilität der Menschen fördern und unterstützen, auch ein bisschen hinzuschauen. Also wenn jetzt irgendwas Sonderbares in meiner Umgebung passiert, und das passiert ist, das passiert ja auch durchaus in Deutschland oder eben außerhalb Italiens, dann sollte man nicht einfach wegschauen. Oder wenn gewisse Geschäfte entstehen, wo man den Verdacht hat, vielleicht lieber dort nicht einkaufen oder in gewisse Lokale nicht hingehen. Das sind Möglichkeiten, die hat jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin. Da muss man auch kein Held sein, weil man besser dran, man
sozusagen engagiert sich schon ganz am Anfang gewisser Phänomene, denn nachher wird es wirklich schwierig. Da riskiert man Leib und Leben und da verstehe ich dann schon, dass manche Leute eben einfach nur Angst haben. Aber wie gesagt, es braucht mehr Sensibilität und eben auch genau in jenen Bereichen, sprich der Wirtschaft, wo man eben nicht sieht, dass es irgendetwas mit verbrecherischen Tätigkeiten zu tun hat. Ich weiß, das ist sehr viel verlangt von den normalen Bürgern, aber ein bisschen mehr ja, offenes Auge wäre manchmal nicht schlecht. Ich glaube, sich zu informieren und sein Bewusstsein zu schärfen, glaube ich, kann nicht schaden. Da mache ich auch ein bisschen noch Werbung für Ihr Buch. Wirklich ein spannendes Buch ist zu lesen und viel zu erfahren, auch über diese tollen Frauen, die Sie beschrieben haben, die es wagen, die Mafia, die Mafien herauszufordern. Wir hätten uns gewünscht, dass wir das Buch, diese Präsentation machen, hier gemütlich in der Botschaft, aber das hier auch mit den technischen Problemen, wir wollen uns entschuldigen bei den Zuschauern, aber ich glaube, es war es wert, so lange aufzubleiben und dabei zu bleiben. Ich danke auch den beiden tollen Frauen, die heute im Mittelpunkt standen, die Autorin Mathilde Schwabeneder und die Senatorin Laura Gavarini. Ich danke Ihnen vielmals, auch die Frau Senatorin mit den Schwierigkeiten der Abstimmung, dass Sie das dann trotzdem uns treu geblieben sind und Ihre Einblicke geteilt haben. Es ist wirklich ein sehr sehr kurzweiliger Abend gewesen, für mich zumindest. Ich möchte mich bedanken bei allen, bei den Zuschauern, die fürs Dabeisein. Passen Sie bitte gut auf sich auf und auf Ihre Lieben. Feiern Sie Weihnachten, das wird dieses Jahr leider etwas anders sein und etwas kleiner sein müssen, als wir es gewohnt sind und wir uns wünschen. Aber bitte halten Sie alle durch. Das Licht am Ende des Tunnels ist schon zu sehen. Diesen Winter müssen wir durchtauchen und im Frühling wird es sicher besser werden. Und entweder wir schaffen es dann auch eine Buchpräsentation für dieses Buch zu machen, Frau Schwabeneder, oder falls Sie ein neues Buchprojekt haben, was ich mir bei Ihnen gut vorstellen kann, dann wollen wir das nächste Buch auch vorstellen. Eines schließt aber das andere nicht aus. Ich danke Ihnen vielmals allen, die dabei waren und vor allem Ihnen, Frau Schwabeneder und Ihnen, Frau Garavini, fürs Dabeisein und auf Wiederschauen. Alles Gute allen und einen schönen Abend und ein friedliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021, das sicher besser sein wird als das diesige. Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals. Ja, meinerseits genauso. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke. Danke fürs Durchhalten, trotz der vielen technischen Probleme. Wirklich. Sehr gerne. Danke. Ciao, bis bald. Ciao, a dopo. A dopo.